klar. Wie bitte? Für 100 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobilüberweisen mit Push dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, aber auch liebe Besucher des Fußballcamps von der Gemah Tempelsee, herzlich willkommen heute bei der Pressekonferenz. Darf auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Rico Schmidt begrüßen. Hallo. Hallo. Gute. Und als Vertretung der Mannschaft heute Nico Dobros. Herzlich willkommen, Nico. Hallo zusammen. Pressekonferenz findet statt im Vorfeld der Partie gegen den SV Spielberg. Das ist der 7. Spieltag der Regionalliga Südwest. Und das Spiel wird ausgetragen am 5. September, also am Samstagmittag um 14 Uhr hier im Sparda-Bank-Hessen-Stadion. Ja, Nico, für euch läuft es gerade richtig gut. Vor allen Dingen in der Offensive ist das eine komplette Torausbeute, die ihr da abliefert. Ihr seid die beste Offensive aktuell in der Liga. Wie gut hast du dich denn in die Mannschaft eingelebt? Denn du durftest ja auch schon ein paar Tore dazu beisteuern. Ja, also ich fühle mich sehr wohl, wurde auch super aufgenommen von der Mannschaft. Und ja, wenn es so weiterläuft, dann geht nichts an uns vorbei. Ja, jetzt wartet euch mit dem SV Spielberg ein ganz, ganz ähnlicher Gegner wie die Gegner, die ihr in der englischen Woche getroffen habt. Ähnlich wie Pirmasens, wie Steinbach, ein Aufsteiger, ein Liga-Neuling, aber auch mit ganz überzeugenden Leistungen bisher in der Liga. Welches Spiel erwartest du denn am kommenden Samstag? Ja, also ich denke, wie jetzt gegen Pirmasens, also die ersten 35 Minuten, 30 Minuten bis zum Gegentreffer, haben wir es sehr gut gemacht, also haben sehr ansehnlichen Fußball gespielt. Und wenn wir diese Leistung dann über 90 Minuten gegen Spielberg aufbringen, dann mit unseren Fans im Rücken, denke ich, werden wir die 3 Punkte hier behalten. Ja, 9 Punkte aus der englischen Woche, volle Punkteausbeute, dazu 4 Spiele in Folge jetzt gewonnen. Was habt ihr euch denn vorgenommen für die nächsten Wochen, aber auch für das anstehende Spiel jetzt? Ja, natürlich, also wollen wir die 3 Punkte, wie schon gesagt, hier behalten und auch in den nächsten Wochen wollen wir natürlich weiterhin erfolgreich sein. Ob es jetzt dann immer die 3 Punkte sind, wird sich zeigen. Und klar, also wir als Mannschaft sind super vorbereitet, haben jetzt auch 5 Einheiten schon hinter uns und werden dann morgen noch ein Abschlusstraining haben. Und dann geht es am Samstag los. Nico, dann danke dir erstmal. Ja, Herr Schmidt, volle Punkteausbeute, haben wir gerade schon gesagt, von der englischen Woche. Sehr zufrieden, glaube ich, mit dem Verlauf. Wie zufrieden sind Sie dann bis dahin mit dem kompletten Saisonstart Ihrer Mannschaft? 2 Unentschieden, 4 Siege kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ja, wir haben uns jetzt gerade nochmal vor der Pressekonferenz unterhalten, Nico und ich. Und da gehört natürlich, ist das Fazit, 14 Punkte aus 6 Spielen. Das ist, das hätten wir vor der Saison natürlich unterschrieben. Ja. Die Hoffnung, und deswegen arbeiten wir auch, wir haben eine Mannschaft wieder zusammengestellt, die wettbewerbsfähig ist, die konkurrenzfähig ist. Und trotzdem weiß ja nicht so richtig, wie kommst du rein in die Saison mit den ersten 2 starken Partien Kassel und Homburg, wo wir dann unterm Strich Remis gespielt haben und in der letzten Woche dort nochmal einen richtigen Dreif bekommen mit 9 Punkten aus 3 Spielen in einer sehr engen Woche. Also, wer es am Anfang der Saison gesagt hätte, ihr habt am 6. Spieltag 14 Punkte, das hat man natürlich ungesehen unterschrieben. Da freuen wir uns natürlich, das ist auch ein Stück weit auch Belohnung der auch Investitionen, die wir jeder Einzelne auch als Mannschaft, auch der Verein, die Fans investiert haben in die ersten Wochen. Und das ist aber auch nur ein Anfang, das ist eine Momentaufnahme. Jetzt geht es am Samstag gegen den starken Neuling, gegen den SV Spielberg. Und da gilt es halt auch diese guten Auftritte, die jetzt auch die Mannschaft gezeigt hat in den letzten Wochen, auch zu bestätigen. Die anderen Mannschaften haben ja auch mitgehalten, die ersten 5 in der Tabelle. Ja. Darunter auch der KSV Hessen-Kassel, der letzte Woche gegen Spielberg gespielt hat. Die haben sich sehr schwer getan, haben erst spät den Führungstreffer erzielt und hätten dann sogar noch den Ausgleich kassieren können. Wie stark schätzen Sie Spielberg denn ein? Ja, nicht nur das Kassel-Spiel zeigt, dass das eine sehr spielstarke Mannschaft ist, sondern auch in Kaiserslautern hat die Mannschaft 2-0 geführt auf dem Betzeberg gegen die U23-Mannschaft. In Saarbrücken einen sehr guten Auftritt auswärts gegen die Spitzenmannschaft gezeigt. Also es ist ein Gegner, und es gibt keinen leichten Gegner auch in der Regionalliga Südwest. Das ist immer zu Beginn
ein Spiel, wo du dich reinarbeiten, reinfressen musst, auch als jetzt wieder als Heimmannschaft. Die Spielberger Jungs werden sich freuen auf dieses Auswärtsmatch mit vielen Zuschauern, mit einem tollen Stadion. Und das gilt halt jetzt für uns eben auch mit einer gewissen auch hohen Wertschätzung an den Gegner anzunehmen und unser Spiel trotzdem auch durchzudrücken, durchzuziehen. Natürlich, unsere Offensivleistung ist sehr gut. An der Defensivleistung geht es immer wieder auch dran zu basteln, auch diese Aufmerksamkeit zu haben, ob das ein ruhender Ball ist, ob das in der Entwicklung eines Angriffs vom Gegner ist, dort die Dinge auch ein Stück weit vorauszuschauen, dass wir auch da wach sind, dass wir konzentriert bleiben und natürlich oberstes Ziel ist, wir wollen diesen Drive mitnehmen und auch das Spiel jetzt gegen Spielberg versuchen zu gewinnen. Ja, wie schaut denn die personelle Situation für das Wochenende aus? Stefano Meyer ist ja noch angeschlagen, Dennis Schulte fällt bekanntlicherweise aufgrund seiner Rückenprobleme aus. Gibt es denn weitere Wasserstandsmeldungen? Das ist eigentlich schon alles gesagt. keine Gesperrten, das ist wichtig. Ja, wenn man da auch so die Wettbewerber und die Konkurrenz reinschauen, da gibt es vielleicht auch die eine oder andere die Disziplinlosigkeit mit gelb-rote Karte, rote Karte etc. pp. Davon sind wir bis jetzt, das ist wichtig. Du musst in der Regel, das ist auch eine Aufforderung, zu 11 das Spiel beenden, weil dir auch die Spieler fehlen. Oder sehe ich schon den einen oder anderen Coach, der sagt genau dasselbe, ja, oder mit anderen Worten. Wir haben jetzt im Moment keine Verletzten, außer Stefano, der, denke ich mal, nächste Woche wieder mit einsteigen kann, aber fürs Wochenende jetzt keine Alternative ist, noch verletzt. Dennis Schulte wird noch länger dauern, das schmerzt aber auch wenn wir es im Moment sehr, sehr gut kompensieren können, sodass wir auch am Samstag mit einer sehr, sehr guten Mannschaft, ob das die Anfangsformation ist, und mein Hinweis ist immer, wir haben tolle Alternativen auf der Bank, die sich dort einbringen. Dafür steht ja auch der Nico ein Stück weit als Neuzugang im Sommer gekommen, mit einer Idee auch im Kopf, den nächsten Schritt zu machen. Als sehr talentierter Spieler mit seiner Torgefahr, mit seiner Cleverness, Coolness vor dem Tor, dort eine tolle Alternative ist auch für unser Offensivspiel. Und das macht es ja auch für den Gegner ein Stück weit auch wieder spannender, weil wir eben Möglichkeiten haben, auch in dem Bereich irgendwie durch neue Akzente zu setzen, Impulse zu setzen. Dann danke Ihnen erstmal, Herr Schmidt. Okay. Gibt es dann von den Vertretern der Presse noch Fragen? Herr Doros, wenn Rigo Schmidt von einer Alternative spricht bei Ihnen, bedeutet das, Sie sind kein Stammspieler? Ich weiß ganz kurz noch. Ja. Auch Alternative ist Fabian Becker, auch Martin Röser, Benjamin Winter, Markus Müller. Wir haben Alternativen für alle Möglichkeiten. Okay. Es ist nicht abwertend oder geringschätzig gemeint. Jetzt ergänzend, Sie sind zum OFC gewechselt. Was hatten Sie erwartet vom OFC und inwieweit sind die Erwartungen erfüllt worden oder übertroffen? Ja, also ich wurde super aufgenommen und auch schon in den ersten Gesprächen mit dem Trainerteam und mit den Verantwortlichen war das sehr positiv. Und jetzt natürlich durch die ersten Einsätze, wo es für mich und für die Mannschaft auch sehr positiv gelaufen ist, fühle ich mich sehr wohl und ich hoffe natürlich auch, dass die Unterstützung weiterhin von den Fans auch so super weitergeht und klar, also ich kann nichts dazu sagen, als dass ich mich wohlfühle. Gibt es weitere Fragen? Wer wird denn im Fall der Fälle einen Elfmeter schießen? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ich weiß. Das ist deine erste Frage seit Monaten oder Jahren. Und dann gleich so eine. Und dann noch so eine schwierige, aber es ist eine relativ einfache Frage. Wir haben sehr, sehr gute Schützen. Und nochmal, das ist auch in der Situation, wie sie jetzt am Samstag letzte Woche entstanden ist, erstmal wichtig, dass wir dort überhaupt reingehen in den Strafraum. Das kann ich immer wieder nur auf unserem Publikum. Jungs, marschiert dort in die Box rein, geht in den Strafraum. Das sind ja auch dann am Ende meistens die einfachsten Tore, aber auch wiederum die schwersten Tore, weil ich muss die Nerven behalten als Schütze. Klaus hat auch jetzt in der Runde schon Verantwortung übernommen und einen Elfmeter reingehauen. Jetzt kann man sagen, er hat jetzt in der Summe 3 innerhalb von 4 Monaten verschossen.
immer fast in dieselbe Ecke. Wir haben sehr gute Alternativschützen. Markus Müller, Dorteo, Fabian Becker etc. pp. Und das werden wir da nochmal konkret auch besprechen, dass wir auch den Rucksack ein Stück wegnehmen, dem Klaus, und sagen, okay, dann ist der Nächste dran. Aber erstmal ist mir wichtig, dass wir dort reinkommen in die Box und dass wir auch vier dort in den Elfmeter, in den 16er reinkommen, um die nächste Situation noch zu provozieren. Und dann werden wir auch coole Schützen haben. Nico ist, glaube ich, auch ein cooler Schütze, hast du Elfmeter geschossen schon in deiner Karriere? Ja, also gegen Spielberg, gerade also im Pokalfinale, badischen Pokalfinale, hast habe ich getroffen. Ja. Spielberg-Experte. Okay, dann haben wir auch mit Nico, also wir haben dort coole Schützen und du musst trotzdem auch erstmal die Verantwortung schultern. Und da geht es auch da unserem jungen Publikum mitzugeben. Ich kann mich da am Samstag an der Szene vor dem Elfmeter überhaupt erinnern. Auch wenn wir mal angeschaut haben, da haben sich nämlich zwei Spieler von uns schon abgeklatscht. Der Ball war noch gar nicht im Netz. Da haben die, der Schiedsrichter hat gepfiffen. Und da haben die schon abgeklatscht und haben gesagt, das ist jetzt sicher der 3-1. Nee, da geht es erstmal los. Der Ball muss ins Netz, also muss getreten werden. Und da muss ich nochmal als Mitspieler drauf sein, nachzusetzen, nachzusprinten, wenn der Ball doch gehalten wird vom Torwart, wie es jetzt passiert ist am Samstag. Und erst wenn der Ball im Netz ist oder die Linie überrollt hat, dann kann ich jubeln. Also wir haben den Bären schon zerteilt, bevor er erlegt worden ist in der Situation. Und das werden wir versuchen in die Klasse zu machen. Das zu deiner Frage. Gibt es weitere Fragen von der Presse? Das heißt, der Elfmeterschießen wird trainiert? Nicht trainiert. Wir sind ja nicht im Pokalwettbewerb. Wir können aus der Summe von Erfahrungen schöpfen. Wie gesagt, der Nico sitzt da auch hier, der dort eben auch cool ist vor dem Tor, auch vom Runden, vom Punkt her, treffen kann. Und wir haben einige Jungs dabei, die das dann auch in die Hand nehmen können, wenn es denn soweit ist. Und dem Klaus helfen, sich die Truppen jetzt machen zu müssen. Gibt es von Ihnen weitere Fragen? Ja, noch eine Frage. Ich habe gerade gesehen unten, dass der Torhüter gegen den Klaus Giasula Tischtennis gespielt hat. Ist das Teil des Trainings? Ist das Freizeitvergnügen? Oder gibt es ein internes Turnier? Da bedenke ich mich erstmal im Vorhinein auch bei der SBB, bei Herrn Herzog, dass wir überhaupt diese Freundlichkeit nutzen können, die Mixzone. Und das ist eine Initiative, die ich als Trainer auch absolut unterstütze. Es ist ein spielerischer Ausgleich, bevor die Jungs sich in der Box angucken und nicht wissen, was sie machen sollen. Sind sie dort aktiv, ob das vor dem Training ist oder nach dem Training. Das geht immer bis Donnerstag. Und in dem Falle redet man im Moment über ein Turnier. Ich glaube, das war so ein Halbfinale. Ah. Wer ist denn der Favorit in Ihren Augen? Martin Röser, der ist schon im Finale. Gibt es weitere Fragen? Tischtennis oder Fußball, Herr Daniel? Und die Kinder noch fragen. Genau. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich mal dazu übergehen. Ihr habt, glaube ich, auch ein paar Fragen, ne?